So, da sind wir wieder vom PS4 Magazin, sind jetzt bei einem Interview für Destiny und mal schauen, wer wir hier bei uns sitzen haben. Hey, schön dich kennenzulernen. Kannst du erstmal dich selber vorstellen und sagen, wer du bist? Ja klar, absolut. Mein Name ist Dage und ich bin ein Bungie Community Manager. Ah, okay, das ist cool. Also erst muss ich mal sagen, wir sind wirklich große Fans von Destiny. Wir haben die Alpha gespielt und die Beta und wir haben Videos gemacht für unseren YouTube-Kanal. Und wir sind so, also das Spiel ist einfach nur wirklich der Oberhammer, wirklich. Aber einen kritischen Punkt gibt es dann schon zu fragen. Und zwar haben viele Leute Angst davor, dass das Spiel nicht so groß wird, wie sie denken. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, ob es die Möglichkeit gibt, dass in der Zukunft es mehr als einen Schauplatz pro Planeten gibt? Absolut, ja. Das ist das größte Spiel, das wir jemals bei Bungie entwickelt haben. Wir haben mehr Bereiche, die es zu entdecken gibt, mehr Möglichkeiten, die Charaktere anzupassen, mehr Möglichkeiten, die Action zu genießen und mehr Möglichkeiten, dein Abenteuer über die Zeit zu entwickeln. Es gibt Bereiche in Old Russia, die du wahrscheinlich gar nicht ganz erkunden können wirst, weil du einfach nicht genug Power hast, um die Aliens, die in diesem Bereich sind, zu besiegen. Wenn wir sagen, es gibt ein Ziel für jeden Planet, sind es eigentlich verflochtene Schauplätze, über die wir sprechen, zwischen denen du hin und her springen kannst. Es ist auch ein Fakt, dass wir ein nahtloses Gameplay ohne Übergänge und ohne Ladebildschirme garantieren. Es gibt auch keine Wartelobbys, wenn du mit anderen zusammenspielst. Je mehr du Destiny spielst, umso mehr dehnt sich der Social-Aspekt vor dir aus. Die Spieler, die in der Beta auf dem Mond waren, wurden mit verschlossenen Türen konfrontiert. Während du die Story durchspielst, öffnen sich immer mehr dieser Türen. Dein Ghost schafft diese Hindernisse aus dem Weg. Das Gleiche wird auf der Venus passieren, das Gleiche wird auf dem Mars passieren. Die Leute, die Stunden über Stunden mit der Destiny-Beta verbracht haben, haben ihr Abenteuer erst begonnen. Spieler, die Level 8 erreicht haben, haben erst angefangen, ihren Charakter anzupassen. Es gibt so viele exotische Items, so viele Ausrüstungen, die deinen Charakter mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Neue Wege, die Power des Travelers wie eine Waffe zu nutzen. Wir haben Umfang und Reichweite. Wenn du besorgt bist, kann ich dir sagen, dass die Beta nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon war, was euch im fertigen Game erwartet. If scope and scale is a concern, I can tell you that the beta was just a very, very small slice of what will be in the final version of the game. Und sogar wenn du das Ende der Story, die wir erzählen, erreicht hast, die eine tiefgreifende Geschichte mit ausgeprägtem Mittelteil und Ende beinhaltet, startet hier erst deine eigene Story, wenn du das volle Content nutzen kannst, wenn du siehst, wie mächtig du deinen Guardian machen kannst. Okay, that's cool. So, nächste Frage. Also wenn wir auf dieser Plattform gestanden haben im Turm und auf den Traveler geschaut haben und die fantastische große Stadt, die letzte Stadt der Menschen, das ist wirklich absolut episch. Die Frage ist, man will einfach in diesem Moment dahin gehen. Kann es sein in der Zukunft, dass das möglich ist, dass man zur letzten Stadt kann? Wer weiß, was die Zukunft bereithält. Was wir mit Destiny kreieren wollen, ist ein Action-Game. Es ist ein First-Person-Shooter. Als ein Beschützer der Menschheit ist da niemand in der Stadt, den du erschießen wollen wirst. Zumindest hoffen wir das. Bei Destiny geht es darum, zu den verschiedenen Planeten zu reisen, um unsere verlorenen Welten zurückzuerobern. Es gab ein goldenes Zeitalter, in dem wir das gesamte Solarsystem besiedelt haben. Alles davon ging verloren. Unser Umfang fiel zurück auf eine Stadt, die wir nach dem Kollaps des goldenen Zeitalters unter dem Traveler wieder aufgebaut haben. Die Story, die wir hier erzählen, ist die Reise zum Mond und zum Mars, um zu sehen, was wir dort verloren haben und um es für die Menschheit wieder sicher zu machen. Okay, und ist es möglich, dass wir in Zukunft noch mehr Klassen und Rassen bekommen, oder sagt ihr da, nein, drei sind auf jeden Fall genug? Wir haben euch die grundlegenden Charakteroptionen gezeigt. Man kann als Mensch spielen, einem Kind der Erde, man kann als Awoken spielen, den Verbündeten einer anderen Welt, mit mysteriöser Herkunft. Oder du kannst als Exo spielen, meinem persönlichen Favorit, den Kriegsmaschinen. Wie gesagt, Destiny ist ein Spiel, das wir für eine lange Zeit weiterentwickeln wollen. Wenn wir unseren Job richtig machen und ihr mehr wollt, werden wir da sein, um mehr Stories zu erzählen. Und wir haben ein paar wirklich interessante Ideen, wie wir das ausarbeiten können. Aufgabe Nummer 1 ist es, ein fantastisches Spiel zu machen. Das beste Spiel, das wir jemals kreiert haben. Wir setzen unsere Messlatte immer höher und höher. Wir wollen, dass Destiny ein Spiel wird, das dich immer wieder überraschen kann. Das dir immer wieder neue Wege gibt, deinen Charakter anzupassen.
dass dir immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Also auf diese Erfahrung aufzubauen und sie in jede Richtung auszubauen, ist definitiv Teil unseres Plans. Okay, cool. Ja, die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was eben deine Lieblingsklasse und deine Lieblingsrasse wäre, aber eines davon hast du ja schon gesagt. Aber sag doch nochmal, was deine Lieblingsklasse ist. Ich bin ein Warlock, durch und durch. Exo-Warlock, ja. In unserem letzten Banshee Weekly Update habe ich meinem Exo-Warlock gedacht, indem wir auf Wiedersehen zu all den Beta-Charakteren sagten. Ich schrieb einen Liebesbrief an meinen Exo-Warlock, um ihm für all die mutigen Dinge zu danken, die er für uns gemacht hat, um uns zu helfen, das Spiel zu testen. Ich liebe den vertikalen Move, ich liebe die Nova-Bombe. Ich liebe einfach die exzentrische Kleidung, den Umhang des Zauberers, die subtilen Armbänder, einfach den würdevollen Ausdruck der Warlock-Klasse. Du weißt schon, dem Auftrag, den sie folgt. Jede Klasse hat so einen interessanten und individuellen Pfad, dem der Krieger folgt. Einen interessanten Weg, wie sie sich alle entwickeln und immer gefährlicher werden. Interessante Ausdrücke der Power und der Form, wie sie das Licht des Travelers gegen Gegner nutzen. Es hat echt Spaß gemacht, während der Beta zu sehen, wie die Spieler ihre eigene Persönlichkeit ins Spiel projiziert haben. Einfach durch die Entscheidungen, die sie getroffen haben. Willst du ein Ganzlinger oder ein Ritter mit der goldenen Rüstung oder ein Zauberer sein? Man kann wirklich eine Entscheidung treffen, wer man in dieser Zukunftsgesellschaft sein will. Und zu sehen, dass das wirklich passiert und dass unsere Community darauf anspringt, ist einfach toll. Wir lieben es immer zu analysieren, was die Spieler tun. Okay, und was ist dein Lieblingsplanet und warum? Ich liebe den Mars, weil die verborgene Stadt so eine fremde Umgebung ist. Wir wissen alles über Städte, Zivilisationen, die Welt, in der wir leben, Städte wie Köln oder Seattle oder Berlin. Aber wenn du sie dir bedeckt von Sanddünen vorstellst, das ist wie in einem Spukhaus. Und dort findest du den Kabal und das ist einfach so ein interessanter Gegner. Das ist etwas, das auf jeden wartet, nachdem das Spiel am 9. September rauskommt. Dann können wir auch erst anfangen, darüber zu sprechen, was einige meiner Lieblingselemente des Spiels sind. Es gibt viele Dinge, die ich wirklich mag, die wir aber noch geheim halten müssen. Wie viele Planeten und wie viele Monde bekommen wir denn zu Release zu sehen? Das Abenteuer beginnt auf der Erde, in unserem Zuhause, wo du die Dinge sammelst, die du brauchst, um die Erde zu verlassen. Wir werden euch zum Mond senden. Dort findet ihr chinesische Militärstützpunkte, Alien-Festungen, die ihr erkunden könnt, verlorene Ruinen. Es ist nur der Anfang der Weltraumerkundung. Wir senden euch zu Venus, wo Alien-Festungen sind, die ihr eigenes Geheimnis bereithalten. Wir senden euch in eine verlorene Akademie, ein Platz der Wissenschaft und des Lernens. Wir senden euch in mysteriöse Dschungel, wo ihr um euer eigenes Überleben kämpfen müsst. Wir senden euch zu Mars, wo ihr die vergrabene Stadt erkunden könnt und natürlich auch die riesigen Dünen auf dem roten Planet. Dort werdet ihr auch auf den Kabal treffen und dort sind Sperrzonen mit 45 Bunkern, einer professionellen Militärorganisation. Also es gibt wirklich viele, viele Orte zu entdecken in Destiny. Es ist irreführend zu sagen, dass es nur einen Ort gibt, denn das ist ein Produkt unseres nahtlosen Gameplays, das euch ermöglicht, zwischen verschiedenen Orten zu wechseln, ohne zu warten, bis das Game wieder geladen ist. Das ist eine Folge unserer neuen Technik und wir freuen uns darauf, dass die Gamer ihr eigenes Abenteuer wählen können, in einem größeren Spiel, als Bungie jemals gemacht hat. It's one of the kind of the triumphs of our new tech and we're looking forward to people getting out there and being able to. Das ist wirklich unglaublich cool, aber eine letzte Frage und ich würde sagen, das ist für uns wirklich die allerwichtigste Frage. Was soll das mit dem Fußball auf dem Turm? Weißt du, es gibt viele Dinge in Destiny, die dich einfach daran erinnern sollen, trotz aller Theatralik, trotz des hohen Ziels für das Überleben unserer Zivilisation zu kämpfen. Dies ist ein Spiel. Es ist dafür gemacht, Spaß zu haben. Deshalb kann man tanzen oder den Ball rumkicken. So düster die Situation der Menschheit in dem Spiel auch sein mag, es gibt eine leuchtende, hoffnungsvolle Zukunft. Und die glücklichen Aspekte unserer Persönlichkeiten können immer noch durchscheinen. Das Spiel dreht sich nicht nur um Kämpfen, Sterben, Gefechte oder Anstrengung. Es gibt glückliche Momente. Momente des Feierns, Momente der Verspieltheit
wo man einfach die Gesellschaft der anderen genießen kann, wo man einfach lachen kann. Perfekt, ja, ich würde sagen, ich erwarte wirklich das epischste Spiel aller Zeiten und nochmals vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Es war nett, dich kennenzulernen. Wir sehen uns im September.